Oh weh, auf einmal kommt einer von Ausland nach Österreich und wir Autobahn fahren. Sagt er, mein Gott, die Autobahn sind aber gut, da kann man schnell fahren. Ja, wie klar, ja, da fahren wir weh, da zeigen wir, was wir besser haben. Da fährt er auf die Autobahn auf und sagt, da schau her, jetzt leg die Uhr nach, jetzt gebe ich Gas. Der gibt Gas, das Auto springt Fähre. Sagt er, da schau her, hat schon 200 um. Sagt er, mein Gott, na, 200 darf man gar nicht fahren. Sagt er, jetzt pass auf, wenn man beim Radar vorbei, habe ich 300 um. Das kann nicht einmal so schnell blitzen. Ah ja, kann nicht so schnell blitzen. Nein, wie ist der Blitz, bin ich schon fort. Ah ja, da fährst du aber schnell. Dann sag ich, mein Gott, na, aber heute fahren viele Leute entgegen dir. Mein Gott. Sind schon wieder Geisterfahrer unterwegs und so viel auch noch. Die haben alle immer selber Probleme. Die stehen ja nicht dafür auf, sind nicht munter und fahren verkehrt auf und fahren wie die Wüden. Aber wirklich war? Ja, weil das ich sag. Aber glaubst du nicht, du bist als Geisterfahrer unterwegs? Ich fahr da so oft schon nach Österreich, ich will da wissen, wo die Straßen sind, wo ich fahre. Aber wirklich fahr? Ja. Dann fahrt er weiter, auf einmal scheppert das ganze Auto durcheinander. Sagt er, mein Gott, jetzt haben wir einen erwischt, einen Geisterfahrer. Ja, und der wird alles zahlen müssen. Oh ja. Steckt dann ja, sagt, mein Gott, na. Fahren Sie verkehrt auf der Straße nochmal dumm. Sie sind der Geisterfahrer. No, ich? Geisterfahrer? Sie sind ein bisschen Hirnschädel. Ich fahr immer nach Österreich und bin nie Geisterfahrer gewesen. Oh ja. Jetzt haben Sie mein Auto demoliert. Das müssen Sie zahlen. Ich will es zahlen. Ich meine, Sie sind ein bisschen verrückt. Sie sind der Geisterfahrer. Sie zahlen mein Auto. Was? Ich soll Ihnen Auto zahlen? Nein, nie und nimmer. Oh weh, was macht man denn da? Und kommt die Polizei und sagt, mein Gott, sind Sie wieder mal nach Österreich gekommen und sind als Geisterfahrer unterwegs? Ihn erkennen wir schon. Ja, schon wieder Geisterfahrer unterwegs. Ja, müssen Sie wieder das Auto zahlen von den anderen. Oh, Scheiße. Und so schnell sind Sie auch unterwegs gewesen. Das Radar da vorhin hat Ihnen ein Foto gemacht. Da schon sehr. 300, kostet ihn viel Geld. Na gut, jetzt kann er zahlen. Na, zahlen hat er kein Geld, jetzt ist er sie ins Häfen. Na gut.